Hi, hier ist die Veri mit Veris Vision Quest. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal zu diesem Video, zu diesem zeitlosen Auswahlorakel. Freue mich, wenn du wieder hier gelandet bist, wenn du ganz neu hier reinschneist. Erzähl mir gerne in den Kommentaren, wie du mich gefunden hast. Ja, und lass natürlich gerne ein Like da, ein Abo und ja. Schau dich gerne auf meinem Kanal um. Heute ein zeitloses Auswahlorakel zum Thema Liebe, du und dein Herzensmensch, du und ja, eine intensive Beziehung, die du hast oder vielleicht auch hattest. Geht es um Partnerschaft, ja, der Mensch, mit dem du dich hier ganz besonders verbunden fühlst. Wir werden drei Stapel machen mit drei verschiedenen Tarots und auch Orakelkarten. Und ja, diesmal fiel die Temperance raus, 14 große Arkana. Und ja, du kannst nach dem Bild wählen, nach dem Stein. Und dann werden wir auch noch die Sternzeichen ziehen, die ja vielleicht auch für den einen oder anderen eine gute Orientierung sind. Spür rein, wo es dich hinzieht. Wenn es mehr als ein Stapel ist, ja, auch ganz in Ordnung. Dann schau auch in diese Botschaften, welche Impulse inspirieren dich, was bringt dich in Schwingung, ja, wo gehst du mit, ja. Und wenn es mehr als eine ist, wie gesagt, vollkommen in Ordnung. Und falls du dich hier gar nicht wiederfindest, schau mal in die Infobox. Da sind die Links zu Videos zum Thema Liebe, die ich gemacht habe, so hier und da. Ja, kommt das mal vor. Ja, Stapel 1 mit dem Radiance Wild Tarot, ja, und einem ganz schönen Herz. Aber ich kann sagen, was es nicht ist. Es ist natürlich kein Rosenquarz, es ist kein Manganokalzit, es ist kein Rhodochrosit, es ist, ja, ich muss meine Steinefrau fragen und kann es mir dann hoffentlich merken. Für dich Stapel 1, du und die Liebe, diese Temperance-Karte, Stapel 2 mit dem Rosenquarz-Herz. Und hier ist die große Arkana, die 14 Karma. Und Stapel 3, das hier ist das Sacred She Tarot. Und Stapel 3, das mit dem Rosenquarzherz, das ist das Osho Zen Tarot. Und hier auch ganz spannendes Bild, die Integration. Ja, und wer mag nun? Eben auch mit den Sternzeichen hier aus dem schönen Section habe ich bekommen bei einer Bestellung bei tarot.nl für Stapel 1 bekommen wir Waage, Venus, wir bekommen Stier, Venus, also hier starkes Venus-Thema. Den Schützen mit Jupiter und den Steinbock für Stapel 2, Skorpion und der Pluto. Ups. Die Zwillinge mit dem Merkur. Mond, Krebs, hier Stapel 2 und das hier der Widder. Und für Stapel 3, ja, was bleibt jetzt übrig? Wir haben, ups, die Fische mit Neptun, die Jungfrau mit ihrem Merkur, den Löwen und den Wassermann. Ja. Wir treffen uns bei deinen Botschaften. Ich freue mich und bis gleich.
Hallo und willkommen, Stapel 1 zu deinen Botschaften der Liebe, du und die Liebe, du und dein Herzensmensch, mit dem Radiance Wild Tarot und dem mir unbekannten Stein. Weiß auch nicht, wie er zu mir gekommen ist. Manchmal ist das so. Eine weitere Orientierung hier für Stapel 1, vielleicht Sternzeichen, Aszendent, Mondzeichen, das Sternzeichen des Partners vielleicht, die Waage, der Stier, der Schütze und der Steinbock. Interessant, dass die, das beides mal Venus, das ist interessant und hier die liegen auch nebeneinander, das wollte ich sagen. Ja, in die Tarotkarten schauen wir dann gleich hinein. Die Orakelkarten für dich aus dem Tau-Orakel, zwei Karten, der Stillstand. Und hier die zwei aus dem I Ching, hier die Empfänglichkeit, Receptivity. Und eine Astrokarte der Widder, Widder-Energie Mars. Und noch zwei Botschaften astrologischer Natur. Hui, die Affäre mit Venus und Löwe. Venus haben wir hier schon. Und Sonne, Neptun, hier die Sonne, die so irgendwo dazwischen hängt, mit dem Lux, mit Vision. Schauen wir mal in die Tarotkarten, was die uns hier sagen für dich, Stapel 1. Zentrale Botschaft, 3 der Schwerter. Hui. Für dein Gegenüber und für dich. Bitte erstmal nur eine. Die ist eindeutig 6 der Schwerter. Für dich. Drei der Stäbe. 3, 3, 6. Eure seelische Verbindung, Königin der Schwerter und die geistige Verbindung. Die Liebenden, große Arkana, hui hui hui. Was ist hier los bei dir, Stapel 1? Es sieht so aus, als sei deine Verbindung, deine Beziehung ein bisschen, wie soll ich sagen, entfremdet. Hier heißt es auch grinding to a halt. Das heißt, dass es hier zum völligen Stillstand gekommen ist zwischen dir und deinem Herzensmenschen. Misstrauen, dieses Entfremden, die Stockung, es gibt kein Einverständnis und vielleicht liegt es daran, dass hier eine Affäre hatte oder hat. Du oder dein Partner. Dein Partner hier, 6 der Schwerter, das ist der Aufbruch schweren Herzens. Man lässt etwas Bekanntes zurück. Also, dass dein Partner sich hier von dir vielleicht schweren Herzens trennen möchte. Es geht ja hier auch, das ist zwischen euch 3 der Schwerter, die ja hier sehr nett ausschaut im Vergleich zu der traditionellen
Rider-Waite-Smith-Karte, wo das Herz durchstochen. Es geht um Liebeskummer, Stapel 1. Ganz klar. Und ihr wisst vielleicht dann beide nicht so recht, ob etwas weitergehen soll, wenn überhaupt, wie es weitergehen könnte. Ihr seid hier im Sumpf irgendwie versunken, im Sumpf der Missverständnisse. Und vielleicht ist das auch nur eine Annahme, diese Affäre, die war vielleicht auch nur ein Flirt. Wir sehen hier Kinder, Erwachsene, die sich wie Kinder benehmen. Das fällt mir dazu ein. Unverantwortlich. Das war vielleicht der Flirt oder was ein bisschen weiter ging, ein tolles, fantastisches Feuerwerk. Aber auch dramatisch. Für den, der hier, ja, wie soll ich sagen, hintergangen wird, betrogen wird. Es hat im Moment keinen Sinn, etwas zu machen, etwas zu tun. Ja? Wir haben zwar hier den Widerlegen, aber der warnt davor, hier nicht loszuschießen, ja, mit den Hörnern, mit Gewalt hier etwas zu wollen, dieses Handeln ohne zu denken, davon ist auf jeden Fall abzuraten. Wichtig auch, sich hier überhaupt nicht provozieren zu lassen oder je nachdem, wer hier derjenige ist mit diesen Flirt, mit dieser Affäre, ja, hier auch selbst nichts weiter zu provozieren. Und für dich selbst gehe auf keinen Fall hier in den Wettbewerb, in die Konkurrenz mit der anderen Person, wenn dein Partner sich hier, ja, verguckt hat. Aber das ist nochmal, das sind Kinder hier. Und eure Beziehung, ja, das sind schon zwei Erwachsene. Und es geht für dich, Stapel 1, um die Werte in eurer Beziehung, um die Überzeugung, um die innere Überzeugung. Und es ist im Moment keine sinnvolle Kommunikation möglich. Interessant, das ist die 12, der Stillstand, und auf die folgt im I Ching, ja, die 13, und die heißt dann Companionship, also wieder dieses Zusammensein, das sind dann die zwei Menschen wieder vereint, sag ich mal. Die Empfänglichkeit, die 2, Hexagramm 2 sagt dir, auch die sagt, es gibt jetzt nichts zu tun. Alles, was man jetzt tut, ist vielleicht zu impulsiv, zu überstürzt, ja, zu unüberlegt. Und wichtiger ist die Situation und sich selbst wieder zu spüren. Es ist ganz klar, Stapel 1, ein Prüfstein für deine Beziehung. Wir haben hier wieder die Energie, dass du nichts mit Druck durchsetzen kannst. Ja, nichts mit absolutem Wollen, im Gegenteil. Ja. Und das Gefühl, dass so, dass man hier unbedingt was machen will, kommt bestimmt immer wieder hoch. Aber wichtiger ist der Lux. Die Kraft des Schweigens, die Macht auch durch Schweigen. Das heißt ja nicht etwas auszusitzen, was man hier bei dir meinen könnte, dass du hier das Gefühl hast, festzusitzen, weil du eben nichts tun kannst. Und ich meine, dass
wenn dein Partner hier diese dramatische, kindliche Affäre hatte, dass du dem anderen die Initiative überlassen solltest. Ja, ihr braucht für eure Beziehung, wenn das noch möglich zu sein scheint, eine neue Vision. Und hier war ich vorhin unsicher, was ich zuerst lege, das Seelische oder das Geistige. Es ist eine Herzensentscheidung gefragt. Es könnte also auch genauso gut hier liegen. Und da sehe ich dann schon auch, hoppla, das kommende Gespräch, den Austausch für euch. Es gilt hier die seelische Verletzung, die Zurückweisung, wie soll ich sagen, selbst zu durchleben, aber hier mit mentaler Klarheit an die Lösung zu gehen. Ganz wichtig auch, dass du nicht anfängst, über diese Probleme, die du hier hast, zu viel mit zu vielen Leuten zu sprechen. Also sei hier nicht geschwätzig. Versuche hier vielleicht auch nicht den anderen bloßzustellen, ja, indem du dich mit deinen Freundinnen unterhältst. Wie gesagt, du hast hier den Lux dabei, das heißt, du musst dich als absolut vertrauenswürdig erweisen. Der Lux ist auch der Kenner der Geheimnisse, nicht der Hüter. Es wird bestimmt nicht leicht sein, diese sehr abgekühlte Beziehung hier wieder ins Leben zu bringen. Es ist, und da seid ihr ja zusammen hier drauf auf der Karte, eine Herzensentscheidung. Und vielleicht seid ihr schon zusammen einen längeren Weg gegangen, Stapel 1, und habt schon einige Krisen überwunden. Aber hier sehe ich euch zusammen als ein erwachsenes Paar. Nochmal, das sind Kinder. Das darf man vielleicht gar nicht so ernst nehmen. Das ist zwischen euch. Da könnt ihr hin. Ihr könnt euren Weg weitergehen. Aber es wird, es erfordert vorher Klärung. Es erfordert Kommunikation dann, die im Moment eben nicht möglich ist. Hier die Karte sagt auch, es ist auch dieses Warten auf eine natürliche Antwort. Pass auf, dass du nicht in Selbstzweifel auch hier hineinfällst, dass du ja hier vielleicht viel Schmerz hast. Es liegt zwischen euch der Schmerz, auch der andere hat Schmerz, also vielleicht will der auch gar nicht weg. Wir kennen ja auch dieses Bild, wo die im Boot sitzen und das wird noch zurückgehalten. Ja. Ich denke, es ist wichtig, dass die Lage sich beruhigt, dass die Klarheit hier auch wieder kommt, die geistige Klarheit, und frage dann dich, was du selbst zum Schmelzen des Schnees, zum Schmelzen des Eises
vielleicht dann beitragen kannst. Aber jetzt sitzt natürlich diese Schmerz, diese Herzschmerz, diese Liebeskummer tief. Und der betrifft euch, egal was es mit diesem Flirt, mit dieser Affäre auf sich hat. Das betrifft euch ja beide. Und das ist auch einer, der irgendwie weggeht. Aufbruch zu neuen Ufern. Vielleicht Aufbruch zu neuen Ufern in eurer Beziehung. Und bitte nochmal, nichts überstürzen jetzt, ja. Nicht handeln ohne zu denken, nichts provozieren, nicht dann hier mit irgendjemand in Konkurrenz gehen, ja. Es ist jetzt auch ein bisschen ein Aushalten, ja, dieser Prüfstein. Dass du hier wie im Yoga-Sitz ruhig bleibst, Wege findest, dich auch selbst zu besänftigen. Und es wird eben die Zeit kommen, wenn ihr hier wieder zusammen findet, dass eben eure Beziehung dann eine neue Vision braucht, eine Aussicht, eine Perspektive, wie euer gemeinsamer Weg weitergehen kann. Ja, der geht hier bis hier und hier sehen wir noch nichts. Ja, lieber Stapel 1, es ist schwierig, es ist schwer. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Bleib bei deinen Werten, bleib bei deinen Überzeugungen. Versuch aber nichts durchzusetzen. Schau, dass du ja nicht an dir selbst zweifelst. Und wenn du hier diese Energie spürst, von dir ausgehend oder von dem anderen, dann heißt es immer auch mal anzuhalten, mal inne zu halten, ja, und auch zu spüren, welchen Beitrag man eben hier selbst reingibt. Aber ich sehe dich schon als nicht entspannt, ja, aber jetzt nicht völlig aufgelöst, ja. Das ist keine Konkurrenz, das ist nicht ernst zu nehmen. Das heißt aber nicht, sich darüber lustig zu machen oder es zu ignorieren, ja. Man darf schon ein ganz klar ein Auge darauf haben. Und nochmal, hüte dich vor Tratsch, vielleicht kommt der Tratsch auch auf dich zu. Erweise du dich immer als vertrauenswürdig. Ja. Sonst kann es ganz schnell ganz viele Probleme, noch mehr Missverständnisse geben. Wie gesagt, dieser Sumpf der Missverständnisse. Vielleicht war hier auch gar nichts Besonderes. Aber so ein Wort gibt das andere oder der eine ja, denkt sich was dazu, ja. Und ja, dann ist das Chaos schnell perfekt. Ja, Stapel 1. Ich wünsche dir alles, alles Gute für dich, für deine Partnerschaft, für deine Liebe. Und ich meine, es gibt ganz klar eine Chance hier, auch wenn die Situation jetzt im Moment vielleicht nicht ganz leicht ist. Ja, alles Gute, alles Liebe. Lass gerne ein Like da, einen Kommentar, wenn du möchtest. Und abonniere meinen Kanal, falls noch nicht getan. Und in diesem Sinne denke ich an dich und wünsche dir was. Bis bald. Hallo, herzlich willkommen, Stapel 2, zu deinen Botschaften der Liebe, du und dein Herzensmensch, du und die Liebe mit dem Bergkristall Herz und dem Sacred Shi Tarot von Madeva Padma. Wir hatten
eingangs auch Sternzeichen gezogen. Also vielleicht fühlst du dich inspiriert, vielleicht ist dein Partner, bist du zum Beispiel Skorpion mit dem Pluto. Wir haben Zwillingsenergie, Mond mit dem Krebs und die Marsenergie. Deine Orakelkarten aus zweimal aus einem I Ching Deck. Das Trading, das nennt man das, das Auftreten, wie man auftritt. Ja, hier auf dem Seil, ja, über scheinbar einen, der bewegt das Wasser. Stapel 2, du bekommst Hexagramm 4. Hier heißt es die jugendliche Unerfahrenheit. Schon interessant, wie verschieden hier die Bilder sind. Die astrologische Energie hier ist Wassermann, Haus 11. Gefährten, Freunde, Gleichgesinnte, Neues, Frisches. Und hier noch zwei Karten. Ja, was Frisches. Wow, Geburt. Hier liegt ein Baby geschützt mit Venus im Krebs, Krebsenergie. Und Saturn, Waage, Devotion. Ja, schauen wir in die Tarotkarten. Was bekommen wir für dich, für deine Beziehung? Die zentrale Energie zwischen dir und deinem Herzensmenschen. Na. Die 6 der Erde, Großzügigkeit. Für deinen Herzensmenschen die Energie bitte. 2, dann ist es diese. Abschied. 6 der Schwerte, wie in Legung 1. Seltsam. Und deine Energie, Befreiung. Eure seelische Energie. Na. Das Ass der Erde. Wurzeln. Und die geistige Energie, die euch verbindet. Oh, restrained. 2 der Wolken der Luft der Schwerter. Ja, Stapel 2 auch hier nicht so ganz einfach die Lage. Haltung bewahren. Also hier, das ist schon der Widerspruch zwischen diesem, ja, nicht Tanz auf dem Seil, aber dass eure Beziehung, dass man hier jeden Schritt gut überlegen muss, dass man immer mit Voraussicht, mit Vorsicht weitergeht, dass man immer so politisch korrekt, also korrekt sein will, immer verantwortlich, ja, dass hier alles ganz ordentlich bei euch bisher sein musste, sein sollte, ja. Und da fehlt in eurer Beziehung der Schwung. Da fehlt der Schwung. Da fehlt auch, ja, die, manchmal die Narreteiheit, die Verrücktigkeiten. Wassermann spricht auch für was Neues. Es geht um Geben und Nehmen zwischen euch, aber ihr braucht auch beide einen
Neuanfang. Ihr seid beide hier damit beschäftigt, einen neuen Weg zu gehen. Hier mit der Befreiung und hier, ja, hier ist der Ast abgebrochen, aber der Vogel hier, wahrscheinlich ein Eisvogel, der hat ein Blatt im Schnabel. Der hat schon eine Idee für ein neues Nest. Nicht so einfach. Ihr habt vielleicht vergessen, unbeschwert zu sein. Vielleicht gab es ja viele, viele Pflichten, die ihr zu erfüllen hattet. Vielleicht sind jetzt zum Beispiel auch die Kinder groß. Dein Gegenüber sagt, ich will los, ich will was Neues machen. Du auch, auf deine Art. Ob ihr das dann zusammen machen wollt, da herrscht noch Unklarheit. Auch hier, schau mal, man sieht auch hier die Hände nicht. Da hat vieles geruht. Da fehlt die Bewegung, wie ich gesagt habe. Da fehlt der Schwung. Und es geht um bisher unverstandene Dinge in eurer Partnerschaft, in eurer Beziehung. Da waren bisher ja vielleicht auch Äußerlichkeiten sehr wichtig, aber jetzt geht es eben um einen neuen Weg und ihr habt ja seelisch hier ganz starke Wurzeln. Auch hier sehe ich schon eine Beziehung, eine Partnerschaft, die nicht erst seit Kurzem besteht, sondern schon wesentlich länger. Wie gesagt, hier vielleicht schon einen langen Weg, den ihr zusammen gegangen seid, sehr lange zusammen. Ihr habt Kinder bekommen, die sind jetzt groß zum Beispiel, ja. Und deshalb wird es jetzt Zeit, dass hier neues Leben, Schwung in die Bude kommt. Und auch hier geht es um das Thema, was sind denn eure Wertvorstellungen innerhalb der Partnerschaft? Was sind die ungeborenen Anteile in eurer Beziehung, die geboren werden wollen? Da war vielleicht bisher keine Zeit. Ja, es ist ja auch hier ein guter Schutz gewesen. Aber jetzt ist es Zeit, dass ihr weitergeht. Und zwar schon zusammen sehe ich euch da. Aber es ist der Aufbruch eben zu neuen Ufern, in diese Unbeschwertheit, die ihr vielleicht einfach auch vergessen habt. Ihr bekommt auch Unterstützung, ihr bekommt Hilfe, ja, von Freunden. Es gibt hier nicht nur zwischen euch, aber jeder von euch hat auch andere gute Beziehungen, gute Verbindungen. Und bis dass der Tod euch scheidet, Devotion, die Hingabe, das Versprechen, für das ganze Leben. Das liegt in dieser Karte hier drin. Aber vielleicht ist jetzt eben Zeit, diese auch falsch verstandenen Verpflichtungen aufzugeben. Vielleicht ist es bei euch auch eine, zum Beispiel eine Beziehung mit einem größeren Altersunterschied. Auf jeden Fall eine länger bestehende Beziehung hier. Und dass ihr hier in dieses neue Lebensgefühl kommt, anstatt hier, ja, ich würde gern sagen, Tanz auf dem Eis, aber es ist der Tanz auf dem, nicht Tanz auf dem Seil, ja, es ist dieses, nochmal diese, dieses immer korrekt zu sein, immer ordentlich zu sein, da sollte eure Beziehung jetzt rauskommen. Ihr braucht was Neues, ihr lebt aber, das ist zwischen euch hier die Sechs der Erde,
Ihr lebt dieses Geben und Nehmen. Hier sehen wir alle Farben des Regenbogens. Hier ist alles ziemlich düster. Ihr habt auch Zweifel, denke ich, jede für sich. Aber ihr habt ein starkes Fundament. Raus aus starren Verhaltensweisen, aus dem, was bisher euch gebunden hat. Und da kommen vielleicht auch hier ganz ungeahnte Gefühle, ganz ungeahnte Empfindungen hoch. Ja, was ist wesentlich in eurer Beziehung? Und zwar jetzt, ja. Egal, was bisher war, die Frage ist, wie ist es jetzt, was dürfte bisher ja hier noch nicht geboren werden, was war hier noch in der Schale versteckt, welches Versprechen habt ihr euch vielleicht gegeben? Nochmal, bis das der Tod euch scheidet, das sehe ich da schon. Und es gibt vielleicht hier und da auch mal den Gedanken an Trennung, beziehungsweise eben, wie es überhaupt weitergehen soll. Lasst euch inspirieren von anderen Menschen. Sucht auch die Gesellschaft von Menschen, die, mit denen ihr auf eine Wellenlänge liegt. Geht raus, ja, aus dem bisherigen. Bei dir selbst sehe ich ja diese Befreiung, das ist das Gericht am stärksten. Und wer weiß, es kann auch auf eine Trennung hinauslaufen und ich möchte hier natürlich nichts irgendwie in die Welt setzen, aber vielleicht verliert manch einer seinen Partner auch. Das wäre nicht völlig ausgeschlossen. Und hier kommt eben ganz viel Unterstützung durch die Verbindungen, die man hat. Aber das ist, ja, worst case, der schlimmste Fall, sage ich mal. Konzentriert euch auf das, was lebendig zwischen euch ist. Konzentriert euch auf die Wurzeln in eurer Beziehung. Und löst euch von Äußerlichkeiten, löst euch von dem Bisherigen. Was ist wesentlich in eurer Beziehung? Und das ist die Großzügigkeit, das ist dieses Geben und Nehmen. Das sehe ich auch schon ganz klar. Aber es braucht eben diesen Schwung, es braucht dieses unbeschwert zu sein, vielleicht auch eben mal narrisch zu sein. Was darf sich da entfalten? Was da darf da hervorkommen? Welche Leichtigkeit darf in eure Beziehung einkehren? Und ja, es ist der Weg. Es ist ein Abschnitt zu Ende. Ja, wie hier mit dem abgebrochenen Ast, der Baum wächst nicht mehr. Und der Aufbruch, ja, zu einem neuen Nest, vielleicht geht es tatsächlich dann auch um darum, sich örtlich zu verändern, dass ihr die Brücken hier abbrechen wollt und vielleicht was ganz was anderes machen wollt, ganz woanders hingehen wollt, ganz woanders was Neues anfangen wollt. Also was hier eben bisher gut geschützt das Baby hier lag, vielleicht ist das auch euer, was ihr gemeinsam immer vorhattet, früher mal, bevor all die Verpflichtungen kamen, all das, was man machen muss, wo man eben immer korrekt sein muss. Und das darf jetzt geboren werden, ja, und ihr stützt hier von Sonne und Mond und von diesem schönen Engel, der das Baby dann hier, euer Baby, ja, in der Hand hält. Und das sehe ich kein menschliches Baby, ja, eher eben das, was ihr vergessen habt, was ja im Sturm des Lebens auch untergegangen ist, ja.
jetzt ist die Zeit, nochmal in diese Wertvorstellungen bezüglich Partnerschaft reinzuspüren. Was ist wichtig? Was ist wesentlich für euch? Und wenn ihr dieses gemeinsame Wesentliche findet, dann werden sich auch alle Zweifel lösen und ihr werdet euch leicht, mit Leichtigkeit auf den neuen Weg hier machen. Das Fundament ist stabil und das ist ein Ass. Das ist ja auch eine Chance hier. Ass der Erde, Ass der Münzen, zu einem verlässlichen Ergebnis zu kommen. Hier zweimal Erde. Baustapel 2, auch hier ganz schön starke Botschaften. Ja, aber es geht um was Neues, um was Frisches, um auch eine neue Schöpfung. Und sehe ich auch ganz stark hier mit deiner Energie hier verbunden. Und der Uranus, wenn man das Zeichen sich anschaut, haben wir denn da? Ja, der Uranus, das ist auch das, wo man raus will, ja? Und das sehe ich auch vor allem bei dir die Energie, aber auch bei deinem Partner. Raus aus dem bisherigen und rein ins Neue gemeinsam. Wow, ganz, ganz schön Stapel 2. Ja, da wünsche ich dir, da wünsche ich euch, hoch alles, alles, hoppla, da, alles, alles Gute. Freue mich, wenn du ein Like hier lässt, freue mich noch mehr über einen Kommentar von dir, über ein Abo natürlich auch. Und ja, in diesem Sinne denke ich an dich, wünsche dir was und bis ganz bald. Ciao, ciao. Hallo und herzlich willkommen, Stapel 3, zu deinen Liebesbotschaften, du und die Liebe, du und dein Herzensmensch. Ja, mit dem Rosenquarz ist ja der Stein der Liebe. Und mit dem Osho Zen Tarot, und wir hatten für die, die sich davon inspirieren lassen wollen oder sich daran orientieren, die Sternzeichen-Energie von Fische mit dem Neptun, die Jungfrau, Merkur, Löwe, Sonne und Wassermann. Das sind hier gegenüberliegende, ja, die auch, ganz interessant. Löwe und Wassermann liegen sich im Radix gegenüber und die beiden auch, Fische und Jungfrau, das sehe ich jetzt erst. Ha, ganz spannend. Und ich sage mir, was sich gegenüber liegt, das sieht man relativ weit weg. Und das ist immer die größte Brücke, die man hier zu bauen hat. Ah, schauen wir in die Karten für dich, Stapel 3. Bei den anderen Stapeln hatten wir hier 2, da sind 3 rausgefallen. Du bekommst Revolution, Transformation, Umwälzung. Uiuiui. Noch eine weitere Karte aus dem I Ching, aus dem Tao-Orakel, die Hexagramm 21. Hier heißt es, wo Betrügen und Eifersucht. Das ist aber nicht die ursprüngliche Bedeutung der Karte. Das Bild kenne ich anders. Fünftes Haus, Kreativität. Fünftes Haus ist Löwenenergie. Und Ordnung, Mond und Jungfrau. Ist es Jungfrau? Ha. Na, Revolution ist klar der Wassermann. Wir haben Jupiter, Löwe, Publicity, Öffentlichkeit oder öffentlich machen. Nochmal Löwe. Und Appreciation, Mond, Sonne.
Löwe, Mond im Löwen. Hier dreimal, viermal Löwenenergie. Also hier geht's ab. Fisch lege ich mal da oben hin. Schauen wir, was ist hier los bei dir, Stapel 3? Bitte für Stapel 3. Ein bisschen schieben hier. Ein bisschen eng. Ja, die Jungfrau, die will Ordnung. Ja, schauen wir mal. Bitte für Stapel 3. Die zentrale Energie, 5 der Münzen, Außenseite, für dein Gegenüber, Ass der Münzen, der Regenbogen heißt es hier, Ganzheit, und bei dir, die Liebenden, und wo, wie seid ihr seelisch und geistig, ja, verbunden, welche Energie ist da zwischen euch? Bitte für Stapel 3. Seelische Verbindung. Die einzige Karte außerhalb des Tarots, der Meister, also Osho alias Sri Ranjish Bhagwan im Süden. Wow. Und wo oder wie seid ihr geistig miteinander verbunden? Reife, nochmal die, nochmal Regenbogen, nochmal Münzen. Hui. Und auf die möchte ich gern mal noch eine haben. Vier der Stäbe, vier des Feuers. Wow. Ja, hier scheint was los zu sein. Revolution. Ein radikaler Wandel, eine radikale Veränderung. Gebt das Alte auf, um Raum zu schaffen, um ja, to make way for the new, um Raum zu schaffen für das Neue. Ein Quantensprung. Der die bisherige Ordnung ja in Frage stellt, das bisherige ja geordnete Konzept, das wird in eurer Beziehung jetzt ja auch auf die Probe gestellt, und ich meine, das kommt hier durch einen Einfluss von außen. Ein Mensch, ein erwachsener Mensch, nicht wie in Stapel 1 mit den Erwachsenen, die sich, mit den Kindern, die Erwachsene spielen, oder Erwachsene, die sich wie Kinder benehmen. Also hier schon ein beliebter Mensch, jemand, den man bewundert, aber auch jemand, der vielleicht gerne ein bisschen theatralisch, ein bisschen dramatisch auftritt. Weil wir haben hier auch die Eifersucht. Also hier das heißt übrigens im Original das Hexagramm 21 interessanterweise Reform. Also eure Beziehung ist auf jeden Fall reformierungsbedürftig. Und das wird vielleicht durch Eifersucht ausgelöst. Aber das bringt auch einfach Leben in eure Beziehung hier hinein. Aber es ist ungeheuer viel Dampf dann hier auch drin. Hier sind dann ganz anders als bei Stapel 1, wo man eben im Moment nichts tun kann. Hier sind schon Taten gefragt. Wehret den Anfängen. Und zwar klar durchdachte Taten. Wenn
du vielleicht eifersüchtig bist, dann besinne dich auf deinen Selbstwert, auf dein Wesen und du musst dich überhaupt nicht verstecken. Ja? Und du, wer immer dieser Mensch hier ist, trete hier nicht in Konkurrenz, versuche nicht hier irgendwie besser zu sein oder dich irgendwelche Masken auch aufzusetzen. Das sind hier Theatermasken. Fünftes Haus Sonnenenergie. Es gilt hier alle Masken abzusetzen. Aber bei euch prinzipiell in eurer Verbindung, ja, hier ist schon auch der Drang, was Neues zu machen, nicht mehr sich eingeengt zu fühlen. Aber ihr habt ja beide die Chance. Ich sage mir, das Schloss ist nicht abgeschlossen. Und ihr seid erwachsen, ja, eben keine Kinder mehr. Bei deinem Gegenüber liegt das Ass der Münzen, das Ass der Münzen, fünf der Münzen, die Reife. Auch da meine ich, es ist eine Beziehung, die nicht erst seit gestern besteht. Und das läuft auch alles ganz ordentlich, aber dieser Mensch hier sorgt hier für diese Umwälzung, dafür, dass das bisherige, was vielleicht ein bisschen zu geordnet war, in Frage gestellt wird. Und vielleicht stellt ihr euch sogar die Frage, alles an eurer Beziehung zu ändern. Ja, es ist auch hier so die Energie des Häutens. Ja, und häuten, eine Schlange häutet sich, weil sie wächst. Ja, das ist natürlich auch nicht immer bequem. Aber ich meine, eure Beziehung könnte ja auch wie Phönix aus der Asche wieder auferstehen. Ihr seid beide reif, ihr seid beide erwachsen. Aber hier kommen die Turbulenzen und vielleicht geht dieser Mensch, männlich oder weiblich oder divers, her und macht einem, also dir oder deinem Partner, in der Öffentlichkeit hier Avancen, sag ich mal. Die Urteilskraft ist hier oft auch geschwächt durch die eigene Selbsttäuschung. Ja, wenn man hier die ganze Zeit auch so in einem, wie soll ich sagen, in der Gewohnheit gelebt hat, in der Routine, ja, da kommt jetzt Blitz und Donner, ja, doppelt kommt das hier. Und es ist eine Veränderung in eurer Beziehung nötig. Und das wird hier schon heftige Reaktionen hervorrufen, aber auch so verdeckte Spannungen lösen. Ich meine, dass ihr prinzipiell eine gute Beziehung habt, der ein bisschen auch der Schwung fehlt, dieses rauszugehen. Du bist ganz mit dem Herzen dabei, auch dein Gegenüber. Ihr teilt, ihr nehmt aneinander teil. Nochmal, ihr seid reif. Und vielleicht ist es deshalb hier die Herausforderung, dass durch diesen Einfluss von außen ihr so ein bisschen geschüttelt werdet. Ja, es ist auch hier die Elemente, die übereinander liegen, das ist Blitz und Donner. Ja? Man darf aber nicht vergessen, dass nach dem Gewitter meistens die Sonne wieder scheint. Und wie gesagt, der Guru, der Meister begleitet euch hier. Es gilt auch immer hier die Ruhe zu bewahren. Ja, wir haben hier viel, viel Feuerenergie. Vielleicht ist dieser Mensch hier ein Löwe, konkret. Und macht, ja, ich sehe schon, also ein Riesenauftritt hier, ja.
Ein Mordsauftritt, ja, vielleicht sogar ein bisschen dramatisch, weil hier sieht man jetzt, was ist auch hier der Zirkus, was steht da? Fun, irgendwas, irgendwas mit Freude. Also, dass dieser Mensch hier, der ja, vielleicht sich hier für deinen Partner interessiert, hier schon ganz schön was auffährt, ja, um zu beeindrucken. So scheint mir das. Ja, es ist kein Prüfstein für eure Beziehung, aber es ist insofern einfach eine Prüfung, wie ihr auch weitergehen wollt, was ihr vielleicht auch selbst Neues erleben wollt, ja, auch ein bisschen Abenteuer steckt da drin, aber nichts Leichtsinniges, ja. Ihr seid nochmal ganz für mich ganz gesettelt. Ihr habt ein ganz, ganz starkes Fundament und es gibt keinen Grund hier eifersüchtig zu sein und schon gar nicht seine eventuelle Eifersucht zu zeigen. Du bist so stabil in dir, dein Gegenüber auch. Das ist ein festes Fundament, auf dem eure Beziehung steht. Ja, aber es braucht jetzt wohl mal ja, diesen dollen Auftritt, der mal alles so ein bisschen durcheinander bringt, der eben das bisherige ja vielleicht nicht mal in Frage stellt, aber er sagt hier, raus aus euren Routinen, macht was Neues, lasst euch auf ein Abenteuer ein, nicht mit dieser Person, sondern mit euch. Ja, macht dieses Tor auf und hier sehen wir ganz tolle Regenbogenfarben. Was gibt's denn da draußen, ja? Und wer weiß, was es dann ist, was ihr jetzt ändern wollt? Was ihr jetzt Neues braucht, ja? Ja, es ist ja das Alte aufgeben, um Platz, Raum für das Neue zu schaffen, also hier dieses Tor aufzumachen, das nicht abgeschlossen ist. Alle Masken abzusetzen. Die eigene Lebenskraft, die eigene Vitalität auch hier mit der ganz starken Löwenenergie in dieser Legung zu spüren. Und wenn das hier eine Löwenperson ist, na, dann hat die ganz schön Dampf und Löwen, die brüllen gerne. Die stellen sich auch, was heißt, stellen sich gern dar, die lassen schon ihre Lebenslust hier raus. Ja, es spielt, also das bekommen schon viele Leute auch mit, ja. Aber eure Beziehung sehe ich hier nicht gefährdet. Aber nur eben, wenn du erkennst, dass es keinen Grund zur Eifersucht gibt. Und auch hier sage ich, das heißt ja nicht, dass man einfach alles laufen lässt, aber ich glaube auch nicht, dass dein Partner Interesse hat an diesen Menschen, außer natürlich, vielleicht ist das jemand, der ist faszinierend, vielleicht sogar, ja, was ich gesagt habe, sehr beliebt, sehr bekannt vielleicht auch, vielleicht sogar prominent, ja, deshalb hier die Verbindung auch mit der Öffentlichkeit, jemand, der außen sehr wertgeschätzt wird, also das ist dann schon beeindruckend und ruckzuck fühlt man sich klein und meint, man wird hier nicht mehr gesehen. Aber bitte keine Fehldeutungen hier, sondern bleibt da, wo ihr bisher wart. Aber das wird euch den Anreiz liefern, meine ich. Ja, nochmal, dieses Tor hier zu öffnen, zu durchschreiten und neue Ziele, neue Wege, einen neuen Weg auch für eure Beziehung hier festzulegen und das vielleicht zu machen, was auch hier die ganze Zeit vielleicht nicht möglich war. Jetzt ist die Zeit reif und ich bin überzeugt, dass ihr hier gemeinsam viel Spannendes, Neues erleben könnt. Und dann sind nochmal klar durchdachte Taten gefragt. Ja, die eigene Urteilskraft, ja, hier keine Selbstzweifel zu haben, nicht an der eigenen Urteilskraft zu zweifeln, raus aus den
Gewohnheiten, egal welche Reaktionen das im Außen hervorrufen wird. Wer weiß, was ihr da macht, eine Weltreise zum Beispiel. Ja, irgend sowas, was schon auch ungewöhnlich ist. Also keine 2 Wochen all-inclusive auf Mallorca, das sehe ich hier nicht. Ja, freue mich ganz dolle für dich, Stapel 3. Hier ist ganz, ganz viel gute Energie drin und ich bin mal ganz sehr gespannt, wer hier seinen Auftritt haben wird. Ich möchte nochmal auch hier drauf zurückzukommen. Wir hatten die Liebenden auch bei, ich glaube auch Stapel 1, ja. Ihr seid euch hier zugeneigt, ja. Beide Partner hier, ganz positive Energie, aber ihr braucht vielleicht, ja, mal was Neues und eine, ja, wesentliche Veränderung in Bezug auf eure weiteren Pläne, auf eure weitere Zukunft. Aber das kann auch wiederum dann die Anregung dazu sein, diese Mensch hier. Ja, super spannend und ich wünsche natürlich alles, alles Liebe. Freue mich über deinen Kommentar, über ein Like, über dein Abo, über Austausch und in diesem Sinne denke ich an dich und wünsche dir was. Bis ganz bald. Ciao, ciao.